In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Küchenarmatur mit integriertem Trinkwasserauslauf in eine Arbeitsplatte installiert und nachher einen Wasserfilter und eine Osmoseanlage anschließt. Ich brauche nur eine 35 mm Bohrung zur Installation. So kommt die Armatur aus der Verpackung. Man sieht hier unten die vier Schläuche drin. Dabei sind noch 3/8 auf 1/4 Zoll Übergänge und das Anschlussset. Das ist die Einbauanleitung, die mit dabei ist. Zum Einbau benötige ich Bohrer der Größe 3, 8 und 10 mm und einen 35 mm Pfostner Bohrer. Eine Bohrmaschine, einen Zollstock, Lack, einen Pinsel, einen Schlitzschraubendreher, Gabelschlüssel in 10, 17, 19, 21, den 35 mm Pfostner Bohrer brauche ich als erstes. Hier das entsprechende Bild auf der Einbauanleitung. Die Position markieren und dann bohren mit dem Pfostner Bohrer. In diesem Fall geht es schwieriger, weil die Platte ziemlich hart ist. Einfach dann vorbohren und dann danach mit dem Pfostner Bohrer durchbohren. Das dauert eine Weile. Dann mit Lack oder Silikon die Schnittstellen abdichten, von unten natürlich auch, falls mal ein bisschen Wasser auskommt, damit alles dicht ist. Der nächste Schritt ist dann der Einbau des Wasserhahns, hier auf der Zeichnung. Die Tüte schneidet ihr am besten mit einer Schere auf, das ist sicherer. Na, jetzt kommen wir zum Installationsset. Da gibt es eine kleine und eine große Dichtung, wir brauchen die kleine Dichtung. Wird dann über die Schläuche drüber gestülpt und es kommt unten in so einen Nut rein. Dann das ganze Schlauchwerk einfädeln in unser Loch. Diesen Schlauch hier machen wir ab, damit wir nachher dann mit der Mutter und der Hülse gut darüber kommen. Ansonsten no way. Jetzt kommen hier die Beilagscheiben und die Gummischeibe und die Hülse mit der Mutter. Die Scheiben, die werden in dieser Art da so angebracht. Dann werden sie hochgeschoben. Dann kommt die Hülse mit der Mutter drauf. Die Mutter passt auch andersrum, aber wir wählen das so, weil da kommen wir besser mit dem Schraubenschlüssel ran. Ja, jetzt wird das Ganze dann von Hand bis oben hingeschraubt und am Ende dann mit dem 17er Gabelschlüssel festgezogen. Noch ein bisschen justiert von oben. Schön ausrichten. 17er Gabelschlüssel festziehen. Dann mal schauen, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Alles mal ausprobieren, ist schön fest. Ich komme gut dran. Der Bewegungsradius vom Auslauf ist auch gut. So, dann kommt der Anschluss, Warmwasserzulauf, Kaltwasserzulauf, Schlauch für Kaltwasser und Schlauch für gereinigtes Wasser. Als erstes machen wir dann den Schlauch, den wir abgenommen haben, wieder dran. Ziehen den mit dem 10er Schlüssel wieder fest. Dann finden wir den Warm- und Kaltwasserschlauch. Verlängerungsschläuche für den Wasseranschluss am besten gleich mitbestellen. Zuerst schließen wir mal das Warmwasser an. Das ist meistens immer das linke Eckventil. Einfach mal so handfest anschrauben und dann
mit dem 19er Gabelschlüssel festziehen. Nicht zu fest. Immer schauen, dass auch eine Dichtung drin ist. Bei den meisten Schläuchen sind die Dichtungen schon standardmäßig mit eingebaut. Gibt allerdings auch welche, wo die Dichtung lose ist und man darauf achten muss, dass die Dichtung halt dann auch wirklich drin ist. Dann wird der Verlängerungsschlauch an den passenden Schlauch vom Wasserhahn angeschlossen. Auch da wird er schauen, dass da eine Dichtung drin ist. Hier sieht man schon, da sind die Dichtungen drin. Und dann auch wieder handfest anziehen und mit dem 19er Schlüssel dann dichten. Anziehen, das ist wichtig. Ich montiere jetzt hier ans Kaltwasser-Eckventil noch ein John Guest T-Stück, an das ich andere Geräte anschließen kann. Ist für uns jetzt aber unrelevant. Hier verbinde ich jetzt auch den Verlängerungsschlauch mit dem Kaltwasserschlauch der Armatur. Auch wiederum darauf achten, dass eine Dichtung drin ist, handfest anziehen und dann mit 17er und 19er Gabelschlüssel dicht zudrehen. Die 3/8 auf 1/4 Zoll Schlauchreduzierungen werden dann in die verbliebenen zwei Schläuche eingeschraubt und dann auch wieder mit 19er und 21er Gabelschlüssel festgezogen. Wenn ich in diese Reduzierung jetzt einen Stopfen jeweils reinstecke, kann ich die Armatur auch einfach als warm-kalt Spültischarmatur benutzen. Bei mir kommt es aber noch ein Wasserfilter nachher dran. Das ist der Wasserfilter. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Hier nochmal die Einbauanleitung und es geht jetzt nur noch darum, zwei Schläuche anzuschließen. Meistens sind weiße Schläuche mitgeliefert. Das ist der B, Schlauch für Kaltwasser, Filter in. Es geht dann durch die Anlage durch, kommt auf der anderen Seite wieder raus und geht dann gefiltert nach oben zum Trinkwasserhahn. Das ist der 3, Schlauch für gereinigtes Kaltwasser, Filter out. Bei der Installation einer Umkehrosmoseanlage gibt es zusätzlich noch einen Abwasserhahn. Und um den zu installieren, bohren wir mit dem kleinsten Bohrer 3 mm vor. Dann bohren wir 8 mm auf, damit die Dichtung danach Platz drin findet. Die Späne schön wegkehren, damit die nicht in der Kanalisation landen. Dann mit dem 10er Bohrer entgraten, von unten auch. Dann wird die Dichtung eingesetzt. Die verhindert, dass nachher Wasser von oben entlang des Abwasserhahnes nach unten durchläuft. Wenn es ein bisschen fummelig ist, kann man gerne einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen, um die Dichtung da auch richtig reinzudrücken. Jetzt wird der Abwasserhahn durchgesteckt, man kann ihn ein bisschen anfeuchten, dann flutscht er besser rein. Zack. Ausrichten, so wie man ihn dann haben will. Später muss man es eh nochmal ein bisschen nachjustieren, wenn man von unten dann den Schlauch anschließt. Das ist das Anschlussstück am Abwasserhahn. Da kommt dann der Abwasserschlauch dran. Da muss man zwei Hände benutzen, um den fest anschließen zu können.
So sieht das Ganze dann aus, nachdem der Siphon eingebaut ist. Hier die ganzen Schläuche, auch der graue hinten, das ist von der Abwasserschlauch der Spülmaschine. Dann testen wir das Ganze mal. Kaltwasser funktioniert. Läuft sehr schön. Warmwasser funktioniert auch. Wunderbar. Dann das Trinkwasser gefiltert, beziehungsweise in unserem Fall das Umkehrosmosewasser. Jetzt drehe ich das Trinkwasser hier wieder ab und man sieht jetzt, das Wasser läuft noch ein bisschen nach. Der Druck aus der Filteranlage baut sich erst langsam ab. Das heißt, die gesamte Anlage ist bei Nichtbetrieb druckfrei. Ganz wichtig, immer bei Wasserinstallationen dann immer auch nochmal unten zu schauen, ob wirklich alles dicht ist. Manchmal kommt immer erst nach einer Weile was raus und dann muss man die Anschlüsse vielleicht nochmal nachziehen. Hier sehen wir das Ganze nochmal schön im Betrieb. Trinkwasser kommt raus und aus dem kleinen Hahn kommt das Abwasser raus.